Der Ravenol ADAC GT Masters Talk meldet sich einmal mehr sonntags um 13 Uhr, um über die schönste Nebensache der Welt zu sprechen. Und heute in einer ganz, ganz besonderen Location zu Gast wollen wir die nächste Sendung in Angriff nehmen. Das ist ein guter Grund. Wir haben spannende Themen dabei. Wir wollen über das neu geschaffene ADAC Racing Weekend sprechen. GTC Race ist da ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Und Space Drive, das ist so ein bisschen die Technologie der Zukunft, die im Motorsport erprobt wird. Auch darüber wollen wir reden. Ein super spannendes Thema. Aber wenn wir im ADAC GT Masters Talk sind, ist natürlich auch die Liga der Supersportwagen ein ganz, ganz spannendes Thema. Es gibt Verkündigungen für neue Autos, für neue Piloten, also alte Autos mit neuen Piloten, aber auch bestehende, die gewechselt haben. Da gibt es zum einen die Herbert Motorsport Mannschaft. Das ist richtig spannend. Wollen wir nachher mit den Piloten mit insgesamt 4 sprechen. Und Windward Racing, die beim Rolex 24 gewonnen haben, die sind auch noch dabei, obwohl sie ja diese Woche schon verkündet haben, auch in der anderen Rennserie zu fahren. Das freut uns ganz besonders. Aber das alles der Reihe nach loslegen würde ich gern mit dem Mann, der schon Platz genommen hat auf unserem legendären Flugzeugsitz. Roland Arnold, schön, hallo, dass wir zu Gast sein dürfen. Bei dir hier sehr, sehr beeindruckend, was hier in der Halle alles steht. Wir sind zu Gast bei Schaeffler Paravan. Und du musst uns mal erklären, was macht Schaeffler Paravan im alltäglichen Leben und was hat das mit dem Motorsport zu tun? Ja, also Schaeffler Paravan ist ein Joint Venture zwischen Schaeffler und Paravan. Und die Paravan selber, die Firma, die baut Fahrzeuge für behinderte Menschen, also für schwerbehinderte Menschen, Tetraplegie oder Muskeldystrophiker oder auch Schlaganfall, MS-kranke Leute, wo nicht mehr in der Lage sind, ein Lenkrad zu drehen aus eigener Kraft oder eine Vollbremsung zu machen, Pedale zu drücken aufgrund ihrer Behinderung. So, und die Technologie haben wir damals schon schützen lassen, TÜV. Zugelassen haben wir rund 1 Milliarde Kilometer, wo schwerbehinderte Menschen praktisch über ein Kabelauto fahren. Man sagt so ein Joystick zum Beispiel oder Mini-Lenkrad. So wie ein Rollstuhl mit einem Joystick fahren die praktisch Auto über einen Joystick. Und das war eigentlich die Grundidee von Paravan und das haben wir auch realisiert. Und auf die ganze Basis des autonomen Fahren braucht man ja Redundanz und man braucht Steer-by-Wire in dem Level 4 und 5. Und die Idee war damals, so ein System natürlich in Serie zum Entwickler für ein kleines mittelständisches Unternehmen ist nahezu unmöglich, als Automobilzulieferer zu tätig wäre. Und so habe ich dann die Technologie an Schaeffler verkauft und habe dann ein Joint Venture gegründet, um diese Technologie in Serie zu entwickeln. Welche Rolle spielt dabei der Motorsport? Das ist ganz einfach. Durch das, dass wir natürlich mit Behinderten fahren, das sagt mir, die fahren ja vorsichtig. Und die fahren nicht so schnell und die fahren aber steer by wire, praktisch ohne eine Lenksäule. So, und dann haben auch viele Hersteller gesagt, Mensch, da fahren ja Behinderte, aber steer by wire revolutioniert ja die gesamte Fahrzeugindustrie, aber auch den Motorsport. Und mein Sohn ist damals, erinnere schon, gefahren mit so einer GT3. Und die Idee war damals über den Ralf Monschauer in Rennwagen einzusetzen ohne mechanische Verbindung auf steer by wire. Wie eine Playstation-Station, praktisch ein Simulator, einfach mit einer Force-Feed-Einheit und Steer-by-Wire. Und das war so der Grundgedanke. Dann haben wir gesagt, wir bauen einen Rennwagen auf, den ersten Rennwagen der Welt, wo praktisch keine mechanische Verbindung mehr hat zwischen Lenkrad und einem Lenkgetriebe. Das war die Idee. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, einen wirklichen richtigen GT3-Rennwagen in dieser Serie GTC zum Einsetzen. Wir sehen gerade ein paar Bilder, Roland. Letztes Jahr auch ein Gaststart im ADAC GT Masters am Lausitzring mit dem Porsche 911er hingelegt. In der GT4 wart ihr unterwegs, in der GT4 Germany. Was sind denn die Erkenntnisse? Was waren die Erfahrungen, die man aus diesen Renneinsätzen, auch aus den GTC-Renneinsätzen gezogen hat? Ja, die Erfahrungen waren natürlich, wir mussten die Rückmeldungen bekommen, wenn wir über die Curbs fahren. Oder unterschiedliche Fahrbahnbeläge, nasse Straße mit allem drum und dran. Und so sind wir dann durch den Rennsport natürlich diese Informationen, die Feedback, die ganze Fahrbahnbeläge über die Reifen zurück zu bekommen, das war die Kunst. Und so haben wir dann gesagt, wir brauchen einen richtig tollen Rennfahrer. Den Markus Winkler haben wir damals eingesetzt und mit so einer GT3, um diese Erfahrungen zum Sammler. Kann man quasi sagen,
dass man den Motorsport nutzt, um schneller, um intensiver zu entwickeln für eine Serienfertigung? Absolut, das ist der Grund. Im Motorsport, die Geschwindigkeit, die wir hier aufgenommen haben, das kann man mit normalen Straßen oder mit den Mechanikern, mit den Ingenieuren, was wir da alles gehabt haben, das war die Grundbasis überhaupt, dass wir heute da sind, wo wir sind. Über den Motorsport haben wir eine Technologie entwickelt und die Rückmeldungen, wo in der Zukunft die gesamte Fahrzeugindustrie revolutionieren wird. Space Drive ist jetzt ein Part. Du bist als, kann man das sagen, Erfinder, Tüftler, ohne dass das negativ behaftet ist, sondern wirklich als Innovationsfirma bekannt. Da ist doch bestimmt noch was Neues. Also da gibt man doch nicht auf, oder? Da sagt man doch, Space Drive ist ein Part, aber wir haben sicherlich noch Ideen für auch für die Zukunft für andere Technologien. Ja, absolut. Das Space Drive ist ja eigentlich die Grundlage des DB Wire. Wie ich vorher gesagt habe, nicht nur die Lenkung, was wir brauchen, sondern auch die Bremse. Wenn man später mal autonom fährt, und wir fahren Level 4, 5. Erklär kurz Level 4, 5, was bedeutet das? Das bedeutet, irgendwann einmal beim Level 5 sitzt du drin, aber du fährst gar nicht mehr. Es gibt gar keinen Fahrer mehr. Das Auto fährt hochautomatisiert. Und das Thema ist ja, der Lenkmotor selber muss heute redundant sein. Wenn heute die Kamera, der Radar, der LiDAR das Auto steuert, und man kennt es ja heute von der Automobilindustrie, muss man ja innerhalb von 13 Sekunden eingreifen und dem Auto zeigen, dass man noch da ist. Nur wenn der Lenkmotor selber ausfällt, dann bist du sofort schwer verletzt oder das Auto fährt irgendwo hin. Und genau das macht Space Drive. Space Drive hat ein redundantes System, wo man braucht zum autonomen Fahren im Level 3 schon angefangen, 4 und 5, damit es nicht ausfällt. Und wenn die Kamera sagt, wir müssen links fahren zum Beispiel oder dann wieder geradeaus und wieder rechts fahren, dann gehen die Signale auf unser Space Drive System und wir lenken dann automatisch. Aber der Rennsport, wir machen noch viel mehr, weil das Auto selber nachher im Level 4 und 5 muss auch den Zustand erkennen von diesem Auto. Das bedeutet praktisch, die Rückmeldungen, die wir bekommen auf das Lenkrad, muss man sich wieder vorstellen wie PlayStation, ein Feedback-Lenkrad, ohne mechanische Verbindung. Und dieses Feedback braucht die Kamera hinterher ja auch. Und das ist genau das, was das Wichtigste ist. Die Kamera, der Radar, LiDAR beim autonomen Fahren muss praktisch den Zustand vom Auto erkennen. Wie, in welchem Zustand befindet sich das Auto? Welchen Belag haben wir? Haben wir Schotter? Fahren wir in einer Wiese? Haben wir einen harten Untergrund? Oder ist es glatt? Ja. Wenn die Straße glatt ist, haben Sie eine längere Bremsverzögerung, wie wenn es trocken ist. Ja, das ist Wahnsinn. Das muss ja alles über die Reifen, über die Lenkung in Brake-Bewire und Steer-Bewire übertragen werden. Dieses Fahrgefühl beim autonomen Fahrer muss ja jemand wissen, wie muss ich überhaupt lenken. Zum Beispiel Schleuderplatte. Ja. Du kannst ja heute, wenn du fährst, das Auto praktisch, ohne dass du was machst in der Lenkung, das Lenkrad stehen lassen und die Lenkung selber korrigiert beim Steer-Bewire. Mhm. Schneller, wie ein Mensch das jemals machen kann. Also und die Sicherheit im Level 4 und 5, dafür ist die Space Drive praktisch Steer-Bewire die Grundlage dafür. Also ich glaube, das ist so spannend, da könnte man durchaus auch noch eine Stunde weiter drüber sprechen, über die Technologie, die hier quasi geboren wird, im Motorsport erprobt wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Resümee, dass man ja wie früher schon, ich sag mal, die Bremsscheibe wurde in Le Mans irgendwann mal erfunden und hat vielen, vielen Menschen ein tolles Verzögern im Auto möglich gemacht, wird hier eine ganz neue Technologie im Motorsport erprobt, die wir dann in naher Zukunft alle benutzen werden, genießen werden und das ist ziemlich spannend. Roland. Absolut. Mal durch das Steer-by-Wire spielt es ja auch keine Rolle mehr, wo das Lenkrad ist. Links oder rechts oder im Innenraum. Man kann das Fahrzeug ja komplett neu konzeptionieren. Ihr sprecht ja auch gar nicht mehr von einem Lenkrad, sondern bei euch heißt das Eingabegerät, habe ich gelernt. Genau. Oder Input-Devices. Also riesig spannend. Genau. Da könnten wir durchaus noch Stunden drüber referieren. Aber ich denke, das war ein schöner Einblick mal in das, was Schaeffler Paravan hier macht. Und Roland Arnold, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir zu Gast sein dürfen. Gehen wir einfach einen Schritt weiter und wollen mit Thomas Voss, dem Leiter ADAC Motorsport und Klassik, über das sprechen, was das schon angekündigte ADAC Racing Weekend in der Zukunft so mit sich bringen wird. Und ich begrüße jetzt zugeschaltet in der Leitung Thomas Voss. Hallo Thomas. Hallo Patrick und hallo da draußen.
Ja, liebe Grüße, Thomas. Thomas, ich habe es angekündigt, ADAC Racing Weekend. Was genau ist das und was macht der ADAC dabei? Das ist erstmal die spannende Frage, die wir mit auf den Weg geben wollen. Ja, so spannend ist das eigentlich gar nicht. Im Grunde genommen sind es fünf Rennwochenenden in 2021, die natürlich fortgesetzt werden sollen, auch in den kommenden Jahren, mit 5 bis 6 Rennserien pro Wochenende, so wie man das im Grunde genommen aus der GT Masters und anderen Rennserien kennt, dass so ein Wochenende wirklich voll ist, dass es spannend ist für Zuschauer, für Medien, wobei die bei den Racing Weekends gar nicht im Vordergrund stehen, sondern da steht eigentlich der Aktive im Vordergrund. Okay. Da dürfen wir uns einfach wirklich auf ein paar Rennwochenenden freuen in Zukunft. Ja, warum machen wir das als ADAC? Das hat ein paar Gründe, da muss ich vielleicht sogar ein bisschen weiter ausholen. Also wir kommen eigentlich von der ADAC GT Masters, die wir, glaube ich, in den letzten 14, 15 Jahren zu einer der besten nationalen GT-Meisterschaften weltweit aufgebaut haben. Und so wie das jeder Spitzensport hat, braucht der natürlich auch einen vernünftigen Unterbau, auch einen breiten Unterbau, wo sich Rennteams entwickeln können, wo sich Veranstalter entwickeln können, wo Nachwuchsfahrer groß werden können, wo sich ambitionierte Amateure wiederfinden und nicht zuletzt auch, wo man mal neue Technologien ausprobieren kann. Der Roland hat es ja gerade schon sehr gut dargestellt, was da alles möglich ist. Wir reden ja auch in Zukunft über möglicherweise andere Kraftstoffe und noch andere technische Neuerungen, die man natürlich in solchen Versuchsfeldern einsetzen kann. Wir haben über die Rennserien, die auch bei den Racing Weekends teilnehmen, versucht, unseren GT Masters Rennteams zusätzliche Betätigungsfelder und Einsatzmöglichkeiten anzubieten. Denn die Teams sind alles Wirtschaftsunternehmen, die Geld verdienen müssen. Und das können sie nur, wenn ihre Autos rollen und nicht, wenn sie in der Werkstatt stehen. Und da bieten wir einfach Möglichkeiten an, mit den gleichen Rennfahrzeugen, die sie in der GT Masters einsetzen oder Rennfahrzeugen, die vielleicht auch noch in der Werkstatt stehen, auch auf der Plattform teilnehmen zu können. Und nicht das zuletzt steht der ADAC ja natürlich für den Spitzensport in der GT Masters, aber natürlich auch für den Breitensport. Wir haben 1800 Ortsclubs mit rund 300.000 Mitgliedern, die irgendwo motorsportlich organisiert und engagiert sind. Und auch die brauchen ein Betätigungsfeld. Und wir haben uns in den letzten Jahren diese Szene viel angeguckt. Es gibt viele Rennserien, die seit Jahren einzeln auf Einzelveranstaltungen fahren, tätig sind, mal hier, mal dort. Und wir haben das Ganze einfach zusammengefasst zu diesen 5 Rennwochenenden als ADAC Racing Weekend 2021. Und der Zuspruch, den wir da jetzt schon haben, der gibt uns da, glaube ich, auch wirklich recht. Das hört sich toll an. Nimm uns doch mal mit. Du sagst, GT Masters Teams können ihre Autos da auch einsetzen, dass die Fahrzeuge am Rollen sind. Aber was für Rennserien bedeuten das genau? Auf welche Rennserien dürfen wir uns da freuen? Ja, ich glaube, der Austragungsort heute von PS&R sagt es ja schon und der Roland Arnold hat es gerade auch schon gesagt. Also wir reden natürlich über die GT Race. Auch als Highlight, wo ja auch GT3, GT4 Fahrzeuge, auch TCR-Autos erlaubt sind, einzusetzen in einer anderen Zusammensetzung als in der ADAC GT Masters. Aber das ist so eine Rennserie, wo auch in den letzten Jahren schon immer wieder GT Masters Teams ihre Fahrzeuge eingesetzt haben. Das Ganze wollen wir ein bisschen forcieren. Wir bringen aber auch noch mit einen Tourenwagen Junior Cup, der mit VW Up GTI, also wirklich das absolute Einsteigerpotenzial bietet für Nachwuchsfahrer ab 16 Jahren. Dauerhaft dabei ist die Spezial-Tourenwagen-Trophy und bei den anderen Rennwochenenden wechseln dann verschiedene Serien. Wir bringen aber auch Einzelserien aus der ADAC GT Masters mit. Zum Beispiel wird in Oschersleben die ADAC Formel 4 starten und in Hockenheim bei der Veranstaltung, bei dem Racing Weekend, die ADAC TCR Germany. Ja, das klingt ziemlich gut. Lass uns doch gemeinsam mal einen Blick auf den Kalender werfen, dass unsere Motorsportfans draußen wissen, wann diese Rennen stattfinden. Saisonauftakt, du hast es schon angekündigt, ist in Oschersleben. Wie geht's dann weiter? Gut, wir sind dann Ende Mai auf dem Lausitzring.
am 30.07. bis 1.08. auf dem Nürburgring. Dann die einzige Auslandsveranstaltung, die wir haben, in Assen Ende August. Und dann das Saisonfinale am 17. bis 19. September in Hockenheim. Das Schöne an diesem Termin, und das macht auch diese Racing Weekend Plattform aus, ist, dass wir sie abhängig gemacht haben, terminlich von den GT Masters Veranstaltungen. Sprich, der ein oder andere sogar relativ nah dran an eine GT Masters Veranstaltung, dass wir sie auch als Testfeld benutzen können. Aber es gibt keinerlei Überschneidungen, sodass die Teams wirklich die Autos auch die Möglichkeit haben, ihre Autos auf beiden Serien und beiden Plattformen einzusetzen. Und ich glaube, was auch eben wichtig ist, alle diese 5 Rennwochenenden werden von ADAC Ortsclubs durchgeführt, sodass wir da einfach auch die Möglichkeit bieten, mal wieder tätig zu werden. Das klingt gut. Für den Fan, der sagt, naja, Assen ist vielleicht ein bisschen weit. Wie kann der das ADAC Racing Weekend verfolgen? Sprich, gibt es da eine Übertragung? Gibt es einen Livestream, irgendwas, dass man die spannenden Rennen da verfolgen kann, Thomas? Ja, ich glaube, das ist einfach heute notwendig, den Fan mitzunehmen. Ich glaube, so ist ja auch PS&R zustande gekommen. Wir müssen den Fan heute das ganze Jahr über mitnehmen, bei den Veranstaltungen mitnehmen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, die Rennen auch vor Ort zu gucken. Wer also in der Nähe ist, ist herzlich eingeladen, sich die Rennen an den Rennstrecken anzuschauen. Aber ja, es gibt einen Livestream vom gesamten Rennwochenende, von allen Rennserien, die dort stattfinden. Auf den bekannten Kanälen des ADAC, sprich adacmotorsport.de, aber auch auf den ADAC YouTube-Kanälen. Und da können sich die Rennfans definitiv drauf freuen. Thomas, ich bedanke Ganz mich ganz sicher. recht herzlich für deine Einblicke in das ADAC Racing Weekend. Und ja, ich weiß, wir müssten mal langsam anfangen, die Tage zu zählen, bis wir dann im Ausschussleben mit den Testen Einstellfahrten, mit den Testfahrten beziehungsweise dann beim ersten Rennen beginnen. Aber bis dahin gesund bleiben und eine gute Zeit. Grüße, Thomas. Vielen Dank. Danke, wir freuen uns alle drauf, dass es endlich wieder losgeht. Wir können es alle kaum erwarten. Thomas Voss, Leiter ADAC Motorsport und Klassik. Der Social Block, beliebtes Thema bei PS On Air. Wir müssen gratulieren. Elia Erhardt ist frisch Papa geworden am Samstag. Glückwunsch zum Nachwuchs, rechtzeitig bevor die Saison losgeht. So soll's sein. Und dann haben wir im sozialen Netz noch ein ganz, ganz nette Quote gefunden, also quasi eine Aussage. Renger van der Zande, der ist mal ADAC GT Masters gefahren und war da gleich ganz erfolgreich als Ersatz für Daniel Kalwitz auf der Callaway Competition. Corvette an der Seite von Jules Gounon. Mittlerweile fährt er in Amerika sehr erfolgreich für Chip Ganassi und in der WEC mit Alex Brundle in diesem Jahr. Und ja, Sie haben es schon gelesen. When you speak Dutch, it sounds like a car going through a gravel. Also wenn du beim Auto abfliegst und durch Kiesbett rodelst und die Steine in das Rathaus hineinrasseln, so hört sich's für Alex Brundle an, wenn Renger van der Zande niederländisch spricht. Schubert Motorsport, da wissen wir, dass die aktiv sind, aber wir wissen noch nicht ganz genau, was das Programm sein wird. Da hat man gepostet von drei Nachwuchsfahrern aus dem Hause BMW, und zwar den BMW Junioren, die geteilt haben, dass man in Oschersleben die Woche getestet hat mit dem M8. Also Niel Verhagen, Dan Harper und Max Hesse. Schubert hat das geteilt. Wir bleiben da mal dran und schauen, was sich da bei der Truppe aus Oschersleben rund um die BMW M6 GT3 in der Liga der Supersportwagen tun wird. Es gibt einen neuen Rennleiter. Die Meldung habe ich bei Twitter erwischt. Sven Stoppe heuert an und wird Renndirektor im ADAC GT Masters. Ich würde sagen, in 14 Tagen holen wir den mal zu uns und reden so ein bisschen über das, was er da Neues reinbringen möchte. Da gab es ja zuletzt doch einige Kritikpunkte, und der ADAC setzt da, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen mit. Ein Zeichen möchte auch Jannis Fittje setzen, und zwar am 19.03., wie seine Karriere weitergeht. Gerüchte, dass es in der Liga der Supersportwagen sein wird, gibt es zuhauf. Also am 19.03., da ist auch ein Charity-Part dabei, ziemlich spannend. Verfolgen Sie mal den Kanal von Jannis Fittje, dann wissen Sie, wo der dies Jahr fahren wird in der Liga der Supersportwagen. Wo er fahren wird, ist mittlerweile klar. Laurin Heinrich,
Der hat nämlich bekannt gegeben, dass er im Porsche Carrera Cup und im Porsche Super Cup an den Start gehen wird. Das Ganze für Huber Racing. Carrera Cup ist ja ein Großteil des Rahmenprogramms oder des Programms mit im ADAC GT Masters Wochenende. Was mich da allerdings überrascht hat, ist, dass SSR Performance da auch irgendwie mitmischt. Könnte spannend werden. SSR Performance, das sind die Titelverteidiger. Da haben wir noch gar nichts so richtig gehört, wie es da weitergeht rund um Stefan Schlund und seine neue Meistermannschaft aus München. Carrera Cup, das wollen wir noch abschließen im Social Blog. Da gab es die ersten Bewegtbilder aus dem Hause Porsche ja vom 992 Cup. Das hat man im Netz gefunden. Wir freuen uns richtig geil auf dieses Auto. Und damit schließen wir den Social Blog und ich freue mich auf unseren nächsten Studiogast hier bei Schaeffler Paravan. Und wie kann man den Menschen ankündigen? Der hat im Motorsport alles erlebt. Er hatte den Kugelschreiber in der Hand und hat über die schönste Nebensache der Welt berichtet. Hat eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit als Motorsportchef bei Mercedes-Benz hinter sich gebracht. Irgendwann dann so ein bisschen in den Ruhestand, formuliere ich mal vorsichtig, gegangen. Aber den Motorsport, der hat er nie losgelassen. Einer, der wirklich jede Rundenzeitentabelle analysiert, immer weiß, was genau Sache ist. Und jetzt zu Gast ist bei PS On Air der Ravenol ADAC GT Masters Talk. Ich freue mich auf Norbert Haug. Norbert, komm zu uns. Norbert Haug, also ich glaube, den Menschen, setz dich auf die andere Seite, Norbert, dann haben wir dich besser im Bild, das wäre nett. Okay. Jemand, den wir nicht groß erklären müssen, wenn es um das Thema Motorsport geht. Allerdings bin ich überrascht, warum wir dich hier heute begrüßen dürfen. Das musst du unseren Fans mal erklären, Norbert. Helles Ding, ich will nicht den Mauro Englisch Stunt vorführen. Der war sehr beeindruckend. Wir haben abgedatet. A, sitzt du jetzt auf der besseren Seite. Es ist kein Gangplatz, es ist ein Fensterplatz, wenn man das rein als Flugzeugsitz wirklich analysiert. Und wir haben ein bisschen abgegradet. Also du kannst dich ruhig zurücklehnen, Norbert. Perfekt. Ja, der Mauro guckt ja wahrscheinlich zu, so geht es. Ja, was mache ich hier? Ich glaube, wenn man einmal Racer ist, ist man immer Racer. Und ich glaube, der Motorsport ist eine Weggabelung gekommen. Der Motorsport muss mehr Innovationstreiber wieder werden. Was hier mit dir bei Wire passiert, ist wunderbar. Das ist Innovation. Ich glaube auch, dass wir in der Zukunft E-Fuels richtig vorantreiben müssen, synthetische Kraftstoffe. Dass der Motorsport einfach Wegbereiter einer Innovation ist. Und ich glaube, hier in der GTC kann man im Kleinen etwas beginnen und umsetzen, sehr schnell, bevor es lange politische Diskussionen gibt. Hier geht es, hier ist ein Versuchsfeld und es animiert mich natürlich sehr, damit zu machen. Es ist aber nicht nur ein Innovationsfeld für die Technologie, sondern es ist natürlich auch die Chance für den Motorsport-Nachwuchs, sich so ein bisschen zurechtzufinden, zu orientieren. Es ist die Möglichkeit für den ambitionierten Hobby-Racer, sich auch ein bisschen darzustellen. Ich glaube, das ist die Mixtur, die dieses GTC-Thema ziemlich hervorstellt. Absolut. Die Mischung macht es. Ich glaube, es gibt keine Rennserie, wo es so eine bunte Mischung gibt von einem Profi, Markus Winkelhock, Tottenham, Bernd Schneider ist schon gefahren, der Bernd Mailänder ist zurückgekommen, mit dem Bernd zusammen ein Rennen gefahren. Junge Leute mit 16 Jahren fahren da. Gentleman Drivers, sogenannte, wo ich sagen muss, bin ich sehr begeistert, wie die ihr Gerät beherrschen. Patrick, du hast es auch schon gesehen. Also die können was und die fühlen sich da wohl. Und diese bunte Mischung macht's. Und ich glaube, man kann da im Fahrerlager auch eine gute Gemeinschaft bilden. Da hat man und vielleicht auch das, was mal ganz, ganz früh der Geist der DTM war. Als sich das in Richtung Professionalität entwickelt hat, wird es natürlich anders. Aber an der Basis was neu aufsetzen, was Vernünftiges machen, Freude haben, fair, sportlich, hart miteinander umzugehen, das sind die Punkte, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Und warum soll man da nicht ein gutes Beispiel bilden? Und dabei, und das ist das Allerwichtigste, zu zeigen, was der Motorsport kann. Der Motorsport kann mehr als brumm, brumm, spät bremsen, große Pokale abholen. Er muss Innovationstreiber sein. Er muss seine Daseinsberechtigung nochmal unterstreichen. Das hat den Motorsport groß gemacht, historisch. Mhm. Und die GTC wird nicht die Welt auf den Kopf stellen, aber die wird ein Zeichen setzen,
dass hier Innovation, Thema Steer by Wire, gemacht wird, nicht geschwätzt wird, sondern gemacht wird. Der Roland Arnold, durch den bin ich dazu gekommen. Ich habe da also kein Racer-Comeback, sondern wir sind befreundet und er ist das Beispiel dafür, dass Dinge angepackt werden. Und ob das dann in den 24 Stunden mündet und immerhin dann in die Top 30 zu fahren mit einem Cayman, das ist eine grandiose Leistung gewesen im letzten Jahr vom Team, sensationell, guter Job, Null-Fehler-Programm. Und ich glaube, das zu beweisen auf der Rennstrecke und weiter zu transportieren, das ist wichtig. Und dabei ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die Stimmung gut ist. Denn wenn die Stimmung gut ist, ist auch das Produkt gut. Und oft ist die Stimmung im Motorsport nicht so richtig gut. Und dann klemmt es halt auch. Also let's work together ist, glaube ich, mehr denn je angesagt. Ich meine, dass die Stimmung im Motorsport nicht immer ganz so gut ist, hast du ja selbst viele Jahre auch erlebt. Habe ich auch beigetragen. Das finde ich eine coole Aussage. Na klar, man will immer, man muss abliefern, man hat eine Verantwortung gegenüber und da sind alle Mittel im Endeffekt recht. Kann man quasi sagen, dass hier sowohl die Technologie, aber auch der Nachwuchs sich frei entfalten kann, ohne diesen Druck und dann die Leiter hochsteigen kann in ADAC, GT Masters und wo auch immer das enden wird? Ja, natürlich, man ist da etwas unbeobachteter und kriegt aber wertvolle Rennkilometer. Das Format des GTC Race sieht 280 Fahrminuten am Wochenende vor. Man kommt also zum Fahren, man kommt preiswert zum Fahren, muss nicht permanent noch Testfahrten nachschieben. Also ich glaube, es ist eine spannende Form des Motorsports, aber auch eine sehr, sehr preiswerte und immerhin auch mit GT3-Autos. Das ist eine bunte Mischung. Da sind Markenpokal-Hochleistende dabei, da sind viele GT4 dabei, jüngere, ältere, 16-jährige Nachwuchsrennfahrer, die auch jetzt mittlerweile ganz klar sagen, ich habe mir GT auf die Fahne geschrieben, ich habe mein Auto mit Dach auf die Fahne geschrieben. Und das alles zu vereinen und auszubilden für den nächsten Schritt in Richtung größere Profi-Rennserie, in Richtung ADAC GT Masters. Ich stelle mir eben auch vor, dass die GTC Race ein wunderbares Versuchsfeld für GTC Masters sein kann. Stichwort synthetische Kraftstoffe. Wir müssen das pushen und stellen Sie sich vor, Sie können sagen, dieses Fahrzeug, 600 PS, fährt komplett klimaneutral. Bis wir das auf der Straße ausrollen können, wird eine ewige Zeit vergehen, lange Zeit vergehen, 10 Jahre, 6 Jahre. Aber wir müssen uns doch um die Bestandsfahrzeuge kümmern. Wir haben in Deutschland 50 Millionen Bestandsfahrzeuge. Und wenn wir die Energiewende, die Klimawende schaffen wollen, Energiewende und Klimawende gehen Hand in Hand, dann müssen wir Zeichen setzen. Und wenn ein Rennauto mit synthetischem Kraftstoff betrieben wird, dann kann mein Seriengolf mit 100 PS oder 80 PS auch damit betrieben werden. Deshalb Rennsport, Motorsport, ganz klar Vorreiter, Innovationstreiber. Und dann kommt er auch mit einem riesigen Punkt auf die Landkarte. Ziemlich spannend, wenn man überlegt, dass man mit beinharten Rad-an-Rad-Duellen die Automobiltechnologie von morgen mitentwickelt und mitgestalten kann. Ein toller Faktor, Norbert. Wir könnten auch stundenlang drüber reden. Spannend fand ich, dass die offene Aussage von dir, du hast einen Großteil dazu beigetragen, dass vieles so geworden ist. Wollen wir gar nicht? Ja, den Großteil kannst du streichen, aber einen Teil. Sagen wir mal, einen kleinen Teil. Mittleren Teil. Aber Patrick, du bist Racer. Wer spät bremst, ist nie der Freund des anderen. Er darf ihn nur nicht rausrempeln und darf nicht aus der Kurve fliegen. Aber spät bremsen, früh aufs Gas und nicht aus der Kurve fliegen, das funktioniert auch als Bankbeamter. Das ist ziemlich gut. Wie schaut Norbert Hauk im Formel-1-Rennen oder ein ADAC GT Masters-Rennen heutzutage sich an? Eigentlich komplett anders wie früher. Das ist, ob man das glaubt oder nicht, aber entweder man ist selber involviert, hat sein Auto, sein Team, sein Fahrer, dann ist das ein anderes Gefühl, als wenn man outside looking in ist. Ich habe Interesse daran. Ich freue mich tierisch, was Mercedes aus dem Formel-1-Engagement gemacht hat. Das war nicht ganz leicht, das durchzubekommen damals, aber da waren die richtigen Leute an Bord, die richtigen Vorstände haben die richtige Entscheidung getroffen. Dass ich Formel 1 vorschlage als Racer, darf nicht verwundern. Aber was in dem Jahrzehnt daraus gemacht worden ist an Siegen, Toto Wolff mit der Truppe hat es umgesetzt nach der Übernahme.
wie man es eigentlich im Bilderbuch nicht besser machen kann. Und auch da wird ja synthetischer Kraftstoff vorangetrieben. Und ich denke, das hat einfach einen riesen Impact, wenn der Motorsport klimaneutral ist. Warum sollen Bestandsfahrzeuge nicht auch klimaneutral betrieben werden können? Das ist kein Votum gegen batterieelektrische Autos. Das ist eine Ergänzung. Wer Pariser Klimaziele schaffen will, muss an synthetische Kraftstoffe ran. Und das ist ganz, ganz wichtig und das ist unser aller Aufforderung. Also ich bin überhaupt ich bin ein nachhaltiger Mensch, der versucht, Nachhaltigkeit so zu leben, dass Bestehendes, was noch funktioniert, nicht kaputtgeschlagen wird. Mhm. Ja, ob das Biogasanlagen sind, ob das Tankstellen sind, alles das kann weiter existieren. Und das ist Nachhaltigkeit in Reinkultur. Und wenn der Motorsport damit seinen Beitrag leisten, Vorreiter ist, dann ist er prächtig unterwegs und findet auch keine Kritiker, sondern viele lobende Stimmen. Und auf die freuen wir uns, auf die lobenden Stimmen, wenn die Motoren wieder starten. Norbert, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf die nächsten Diskussionsrunden, auch im Nachgang noch mit diesem Mensch über Motorsport zu reden, ist einfach ein wahres Vergnügen. Dankeschön. Kommen wir zum Newsblock im ADAC GT Masters und wenn ich mit Norbert Hauck über die Formel 1 gesprochen habe, ja, ist der Name Montoya sicherlich auch ganz, ganz tief und fest mit der Formel 1 verwurzelt. Allerdings ist es hier der Sohnemann, Sebastian Montoya, kommt zurück in die ADAC Formel 4 und damit würde ich gerne starten, so ein paar Formel 4 News. BWR Motorsport kooperiert mit der Nico Rosberg Racing Academy und BWR Motorsport, das ist das Team von Erich Baumgärtner, Taylor Barnard und Valentino Catalano. Die fahren dieses Jahr für das neu gegründete Team, dass Sebastian Montoya mit der Prema Power Team Mannschaft an den Start gehen wird, ist klar, die 18-jährige Al-Kubasi kommt in den Formel-Nachwuchs nach Deutschland. Also das ist richtig spannend. Auch die Van Amersfoort-Mannschaft, also die amtierenden Champion, kommen wieder an den Start. Nikitan Bedrin, 15-jähriger aus Russland. Joshua Dufek, 16-jähriger Österreicher, der an den Start gehen wird. Benek Valentin aus Ungarn, auch 16 Jahre jung. Also die ganz, ganz großen Talente von morgen. Und nicht zu vergessen Oliver Berman, der 15-jährige Brite. Auch der wird für die Prema Power Mannschaft an den Start gehen. Die Toksport WRT Mannschaft, das sind die mit dem schlumpffarbenen AMG GT3 letztes Jahr am Start waren. Auch die sind wieder mit dabei und Fahrerduo hat sich nicht geändert. Maro Engel und Luca Stolz, das hat das Team letzte Woche schon verkündet, sind dabei. Allerdings, die Farbe ist neu und ich habe gesagt, Titeljägergrün könnte man durchaus sagen zum Toksport WRT Mercedes. Und da sind wir gespannt, die sind ja ganz knapp am Titel vorbeigefahren, was dieses Jahr da gehen wird bei der durchaus sehr, sehr starken Paarung. Mission Titelverteidigung auch in der ADAC GT4 Germany für das Team Allied Racing rund um Jan Kasperlik. Und da wird Nikolai Möller-Madsen, der ist ja mit Jan Kasperlik, der amtierende Champion, einen neuen Mann an seine Seite bekommen. Dennis Fetzer, der 19-Jährige aus Busseck, der wird gemeinsam mit dem 27-jährigen Dänen ins Lenkrad greifen. Sind wir mal gespannt, was die zwei Wilden aufs Parkett dann bringen werden. Und ein zweites Auto bei Allied Racing mit Tom Kiefer und Christian Kosch. Auch da gab es die Meldung, dass man da erneut in der ADAC GT4 Germany an den Start gehen wird. Über Elia Erhardt haben wir schon gesprochen, frisch Papa geworden. Gibt es auch jetzt das frische Design für die Rotronic Racer. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Einmal Silber, Blau, Schwarz und das klassische Teze Gelb mit ein bisschen Blau und Silber. So sehen die Renner aus, die von Rotronic Racing an den Start gebracht werden. Neben Elia Erhardt und Pierre Kaffer das silberne Auto von Kim-Louis Schramm und Dennis Marshall pilotiert wird. Sind wir durch mit dem Newsblock? Wollen wir noch einen Menschen hier im Studio begrüßen. Wir haben den Namen schon gehört und deswegen mache ich keinen langen Hehl draus. Markus Winkelhock, der wird uns auch noch mal Rede und Antwort stehen. Winki, komm zu uns, nimm bitte Platz. Noch mal Rede und Antwort stehen, weil er ist quasi, Markus, sei gegrüßt. Servus. Er ist Space Drive Fahrer der allerersten Stunde, also als zum ersten Mal ein Rennauto ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkrad
und Räder auf die Strecke gegangen bin, saßt du am Steuer. Kannst du dich noch an den Moment erinnern? Definitiv, ja. Also es war schon für mich was wirklich Besonderes, obwohl ich im Prinzip ja in Anführungszeichen nur mit meinem GT3-Auto gefahren bin, bis ich die letzten Jahre auch immer auf den Rennstrecken bewegt habe. Aber wenn man das erste Mal mit so einer technologischen Innovation auf die Rennstrecke rausfährt, war schon die Aufregung da. Ich habe natürlich auch Roland Arnold und seine technische Truppe gefragt, ob das auch alles sicher ist. Ja? Und er hat mir dann wirklich mehrfach garantiert, dass es ist dreifach redundant. Also ich muss mir da keine Sorge machen. Dieses System hat schon über 1 Milliarde Kilometer im Straßenverkehr abgespult, in Straßenautos. Und von daher hat er gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen. Aber da hat er uns auch gesagt, dass das eher vorsichtiges Fahren ist. Und du bist nicht als vorsichtiger Fahrer bekannt, Winky. Doch, ich bin immer. Also wenn ich mich an die Schlittenfahrbilder erkenne, ja, du gehst ja immer flat out. Das war ja aber nichts dabei, war ja. Nee, aber das war der Versuch, mit den Füßen zu lenken. Ja, genau. Nee, aber Spaß beiseite. Ich war dann, muss ich schon sagen, ein bisschen nervös am Anfang, weil es wirklich was komplett Neues war. Aber wie gesagt, der Roland hat mir das wirklich versichert. Ich muss mir keine Gedanken machen, das ist alles safe. Und ich bin auch, bevor ich das erste Mal auf die Rennstrecke gegangen bin mit dem System, die Softwarefirma, die kommt ja aus Schorndorf und Luftlinie genau 200 Meter weg von meiner damaligen Wohnung. Und dann bin ich damals mit einem VW Arteon durch Schorndorf, durch die Stadt ein bisschen gefahren. Und da hat es sehr, sehr gut funktioniert. Und hatte da schon das erste Vertrauen in die Lenkung gesammelt. Aber ich glaube dann, wenn du von einem Straßenauto, wo man an der Ampel mal links abbiegt oder vielleicht mal einparken muss und die Lenkbewegungen natürlich nicht vergleichbar sind mit dem Rennauto, hat das alles mega funktioniert. Aber dann im Rennauto, muss ich sagen, da haben wir dann schon die Grenzen gesehen, die man dann in so einer Lenkung am Anfang hat. Ja, wenn man vom Straßenauto, vom Rennauto kommt, es geht alles viel, viel schneller. Wenn so ein Auto mal übersteuern hatte, du musst wirklich extrem schnell lenken. Da haben wir dann schon gemerkt, dass in manchen Bereichen ist noch die ein oder andere Arbeit. Und da haben wir wirklich uns extrem schnell verbessert und weiterentwickelt. Und mittlerweile sehen wir die Lenkung ja schon in mehreren Autos in der GTC. Und die Zeiten, die wir fahren, sind vergleichbar mit den, sag ich mal, normalen GT3-Zeiten, die mit einer normalen Lenkung gefahren werden. Und ich glaube, das spricht für das ganze System. Welchen Vorteil hat das System? Welchen Vorteil hat die Lenkung? Ich sag mal, wir haben angefangen, da muss man ganz ehrlich sagen, da waren wir natürlich noch nicht auf dem Stand von einer normalen Lenkung. Und unser Ziel war, uns jetzt dahin zu arbeiten, dass wir gleich gut sind wie eine normale Lenkung. Und das haben wir wirklich erreicht. Wir haben, muss man sich vorstellen, die ganzen Kräfte, das ist ja Force Feedback, das ist ja alles künstlich erzeugte Kräfte. Und das hinzukriegen, dass es sich wirklich real anfühlt, das ist echt nicht leicht. Und da haben wir uns viel, viel entwickelt. Und jetzt muss ich sagen, jetzt sind wir wirklich auf dem Stand, dass man sagen kann, du spürst es eigentlich nicht mehr, ob es eine normale Lenkung ist oder Steer-by-Wire. Und es war genau der Punkt, wo wir hin wollten. Das haben wir erreicht. Und der nächste Schritt ist, was du gerade gesagt hast, der Vorteil von der Lenkung. Ich würde sagen, wenn du zum Beispiel über Curbs fährst, du kriegst nicht mehr so viele Schläge aufs Lenkrad ab. Ich bin, was du vorhin gesagt hast, vielleicht manchmal ein eher vom Fahrstil aggressiver Fahrer. Und ich fahre mit der Steer-by-Wire-Lenkung zum Beispiel sauberer. Das hilft natürlich Reifenverschleiß. Also ich habe wirklich beim GTC habe ich es wirklich gespürt, dass ich wirklich relativ wenig Reifenverschleiß hatte. Und das war, glaube ich, auf die Lenkung zurückzuführen. Also da gibt es schon den einen oder anderen Vorteil. In Zukunft kann man vielleicht sich vorstellen, dass du mehr Sturz oder weniger Sturz auf der Gerade geben kannst, damit mehr Topspeed generieren kannst. Oder Reifentemperatur generieren kannst auf den langen Geraden. Also da gibt es dann wirklich Möglichkeiten, wo man sagen kann, okay, das hat den einen oder anderen Vorteil. Oder auch Mappings zum Beispiel. Du kannst sagen, der eine Fahrer mag vielleicht eine direkte Lenkung, der andere mag eine schwergängige Lenkung. Ich mag zum Beispiel linear. Du kannst aber auch sagen, dass die Lenkung unten im anderen Ansprechverhalten erstmal nicht linear ist und dann oben linear wird. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und das kannst du theoretisch im Moment noch nicht, aber später vielleicht dann über Mappings alles einstellen. Unterschiedliche Software-Applikationen. Genau, dass jeder Fahrer beim Fahrerwechsel automatisch vielleicht schon sogar, wenn du die Treiber-ID von 1 auf 2 drückst, hast du automatisch eine andere Lenkungssoftware drin. Jetzt hast du ja ohnehin schon in so einem Rennauto 30 Millionen verschiedene Einstellmöglichkeiten und das wird jetzt nochmal erweitert, möglicherweise in der Zukunft um Lenkungsparameter. Markus, du bist amtierender GTC-Champion, also
wirst auch dieses Jahr wieder an den Titel verteidigen? Das ist das Ziel, ja. Aber nicht nur GTC ist in den letzten Jahren ein Betätigungsfeld von dir gewesen, sondern auch natürlich das ADAC GT Masters. 92 Starts bis dato hingelegt. Machen wir die 100 dieses Jahr voll? Wirst du dieses Jahr starten? Ich werde dieses Jahr am Start sein, ja. Auch wieder mit einem Audi. Mit wem ich zusammenfahre und bei welchem Team kann ich oder darf ich leider noch nicht sagen, aber das wird demnächst bekannt gegeben. Warum kannst du das noch nicht sagen? Weil es halt noch. Ich habe es leider nicht zu entscheiden. Ich könnte es jetzt sagen. Ich würde es auch gern sagen. Wir haben eine Innovation auch bei PSON. Achtung, Winky, das ist. Es liegt nicht an mir. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Wir haben ihn noch einen Moment bei uns auf dem Flugzeugsitz. Von daher werden wir ihn gleich nochmal löchern. Markus, willst du wissen, auf welche Konkurrenz du treffen wirst? Gerne. Ja, also ein Teil ist ja schon bekannt, aber wir freuen uns heute drauf, einen der nächsten Fahrerpaarungen bekannt geben zu dürfen. Und da gab es ja die Meldung, dass man in der DTM an den Start gehen wird, seitens der HTP Winboard-Mannschaft. Aber, und das freut uns ganz besonders, natürlich auch in der Liga der Supersportwagen weiter aktiv ist. Man glaubt, dass das das Betätigungsfeld ist, wo man sich in den letzten Jahren aufgehalten hat. Und da auch bleiben muss, weil das einfach der beste GT3-Sport ist, kann man glaube ich sagen. Diese Liga der Supersportwagen ist schon ziemlich beeindruckend. Markus Winkelhock nickt. Wollen wir loslegen mit der Fahrerpaarung, die für... Jetzt muss ich meinen Zettel holen. Ich lese erstmal den Teamnamen vor, weil das ein bisschen komplex geworden ist. Wenn ich jetzt den Teamnamen vorlese, weiß man schon, wie das Auto lackiert sein wird. Okay, wir fangen damit an. Mannfilter Team Landgraf, engineered bei HTP Winboard Racing. So ist die offizielle Teambezeichnung. Das heißt, die Mamba wird auch 2021 zubeißen. Wer mit der Mamba zubeißen wird, das ist eine ganz, ganz große, spannende Frage. Ich fange mal mit dem ersten Piloten an. Der ist im Stehen nicht unbedingt viel größer als ich im Sitzen. Ist 2018 zum letzten Mal im ADAC GT Masters unterwegs gewesen, auch damals schon in einem gelben Overall. Und genau das wird auch dieses Jahr wieder passieren. Ich freue mich, Pilot Nummer 1 für das Mannfilter-Team Landgraf, engineered bei HTP Winward Racing, bekannt geben zu dürfen. Und das ist Maximilian Bug. Und ich hoffe, dass der Maxi uns jetzt zugeschaltet ist. Da ist er. Maxi, wie geht's dir? Alles gut. Geht's euch auch gut? Ja, uns geht's wunderbar. Ich habe den Winky an meiner Seite, zu meiner Rechten, dich zu meiner Linken. Das ist doch klasse. So kann das gerne weitergehen. Maximilian, zurück in der Liga der Supersportwagen und das mit der gelben Mamba. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Wie ist es dazu gekommen? Es ist im Prinzip dazu gekommen, dass natürlich wie vor jeder anderen Saison versucht wird, ein Programm zu stricken. Und ich sowieso gerne wieder in ein gewohntes Umfeld zurückkehren wollte, mit Mannfilter, mit HTP. Und da habe ich schon den Wunsch geäußert, dass ich gerne wieder bei HTP im Verbund mit Mannfilter wieder gerne am Start gehen sein möchte. Und das unter der Führung von Norbert Brückner, der sich da verantwortlich für das Team zeichnen wird. So haben wir das mitbekommen. Maximilian, alleine kann man im ADAC GT Masters nicht fahren. Das finde ich ziemlich gut. Du hast einen an deiner Seite, wo ich mich jetzt schon frage, wie wird das beim Fahrerwechsel funktionieren? Weil ihr größenmäßig so weit voneinander entfernt wird. Hast du da schon eine Idee, wie das laufen wird? Ja gut, ich kann ja zum Glück ins Auto reinlaufen im Stehen. Bei mir ist das relativ easy. Bei meinem Co-Piloten, ich glaube, der hat genügend Starts mittlerweile auch, dass er eine Technik für sich entwickelt hat, wie er sich aus dem Auto rausschälen kann. Da mache ich mir eigentlich sehr wenig Sorgen. Dann holen wir ihn doch einfach mal dazu auf den Monitor. Da muss er sich nicht reinfalten, nicht rausfalten, sondern ist einfach da an der Seite von Maximilian Bug. Auf der Mannfilter Mercedes-Mannschaft wird Raffaele Marcello an den Start gehen. Welcome to the show, Raffaele. Thank you. Ciao, everyone. Raffaele, again in the German GT Championship, together with Maximilian Bug on site, the yellow car. You just finished the season last year with a win at Oschersleben, and now you are back in the car together with Maxi. You're looking forward to the German Championship?
Yeah, I mean, for sure, I think we have a good package with Manfilter, Team Landgraf, and with HEP, and with Maxi, even more. I think we have a really strong package and lineup. So now it's just time to go back on track and try to do well. Try to do well. I just ask Maximilian, the driver change, you know, Maximilian is completely the opposite to your size as a driver. Any special ideas, origami or something like that? How you manage the big distance difference in your height in the driver change? Different seat, or how is that handled? Yeah, I mean, more or less it is a problem I often have with my teammate, because I'm quite tall and normally drivers are not really tall, but normally they have an insert that they can put in my seat, so normally it's working well. But I drove with Maxi already quite a bit of time and was always okay, so yeah. Raffaele, ambitions when you see the lineup must be the championship, what? Yeah, I mean, there are quite few strong lineup this year, but when the team is believing in me and Maxi, I mean, it's difficult to see a better lineup or overall like a better package. Then everyone is pretty close in this level, so now we just need to try to don't make any silly error and try to be consistent, to do well. And for sure, we're not here to finish P3 or P2, so I mean, it would be stupid to say we are here for race. So we're here to try to win. Try to win, das ist ganz klar die Ambition. Maximilian, 2018 deine letzte Saison im ADAC GT Masters, Platz 5 in der Meisterschaft, ein Saisonsieg war da drin. Auch dir stelle ich natürlich die Frage, Ziel muss ganz klar sein, die Meisterschaft, oder? Bei dem Line-Up. Also ich bin davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall schon mit die stärkste Fahrerpaarung im Feld haben. Das sollte aber in meinen Augen nicht unbedingt Druck sein, sondern eher Ansporn, dass wir eine starke Saison haben werden. Und unser Ziel, wie du schon gesagt hast, kann eigentlich nur die Meisterschaft sein. Und mit weniger würden wir uns auch ungern zufrieden geben. Aber natürlich ist das wie in jeder anderen Sportart auch. Man muss viel dafür tun, man muss hart dafür arbeiten, wenig Fehler machen und ein bisschen Glück braucht man natürlich auch. Das gehört sicherlich dazu. Ihr werdet mit nur einem Auto starten, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn man im Team sich auf ein Auto konzentrieren kann oder möglicherweise Informationen, Daten von einem zweiten Auto fehlen, Maximilian? Ich sehe es eher als Vorteil, weil wir da so ein bisschen mehr Ruhe in das Ganze reinbringen. Ich glaube nicht, dass uns viele Daten verloren gehen, dadurch, dass wir jetzt kein zweites Auto im Team haben. Ich sehe das eher sogar ein bisschen als, ich will es nicht sagen, Vorteil, aber es bringt ein bisschen mehr Ruhe in das Ganze rein, dass nicht so viel los ist in der Box. Bisschen mehr Ruhe. Und das vielleicht aber auch zum Beispiel, vielleicht auch gewisse Dinge, wie zum Beispiel vielleicht ein teaminterner Kampf mit dem Schwesterauto dann vielleicht auch nicht unbedingt passieren muss. Na gut, ein teaminterner Kampf wird es nicht geben, aber ich sag mal markenintern. Wir haben ja gerade vorhin gemeldet, Talksport WRT mit Maro Engel und Luca Stolz. Das wird markenintern schon eine richtig spannende Geschichte. Raffaele Marcello, Maximilian Bug, das sind die beiden Piloten, die für Manfilter Team Landgraf engineered by HTP Winboard in der Liga der Supersportwagen angreifen werden. Vielen, vielen Dank euch beiden und thank you very much both of you for your time just to present the new driver lineup, Raffaele, and looking forward to see you in Oschersleben. Same, thank you. Ciao. Markus, Hammer Paarung, oder? Ja. Da muss man sich schon anschnallen, oder? Ja, aber ich glaube, das war die letzten Jahre im GT Masters. Also ich glaube, das war immer eine extrem starke Serie die letzten Jahre. Das hat man schon oft erwähnt, 30 Autos in einer Sekunde. Also ich glaube, das spricht wirklich für die Serie. Bei Audi gibt es die Philosophie, du bist ja auch einer der Customer Racer. Audi bezahlt dich dafür, schnell im Kreis zu fahren. Gibt es ganz klar die Philosophie im ADAC GT Masters, ein Werksfahrer auf dem Auto, keine zwei. Ja. Jetzt sehen wir mit Raffaele Marcello
Maximilian Bug zwei Werksfahrer. Auf dem WRT Auto, Talksport WRT, sind es auch zwei Werksfahrer. Das wird schon, zeigt, dass die Serie da die Daumenschraube, also dass man da schon dranbleiben muss. Auf jeden Fall. Also du brauchst ja schon einen sehr, sehr starken Teamkollegen, wenn du das Ziel erreichen willst, was der Maxi gerade gesagt hat, ganz klar die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist definitiv nicht leicht. Und gerade im GT Masters ist schon, du brauchst gutes Team, gute Fahrerpaarung, auch Glück dazu. Also schon nicht ohne die Meisterschaft. Und ich finde es eigentlich lustig, weil früher vor einigen Jahren hat Audi eigentlich immer zwei Werksfahrer drauf gehabt und alle haben sich beschwert, dass Audi immer die starken Werksfahrer auf den Autos hat. Und dann hat man irgendwann mal so ein Gentleman's Agreement gemacht, dass es nicht mehr gemacht wird. Und jetzt machen es die anderen, aber Audi nicht mehr. Also vielleicht. Audi macht das ja auch indirekt dann schon noch. Ne? Letztes Jahr Niederhauser, Van der Linde. Niederhauser ja. war dann für andere Rennserien Werksfahrer. Also da kann man natürlich jetzt lange drüber streiten und drüber diskutieren. Es ist so. Jedem ist das freigestellt, wie das gehandelt wird. Ich muss schon sagen, also das könnte einen Titelrun geben für die Gelben. Also sie müssen sich definitiv als Titelkandidat zählen lassen. Definitiv, ja. Kann man so machen, oder? Ja. Eine Mannschaft, die auch in den, also seit ich denken kann, ADAC GT Masters auch immer am Ende noch mit um den Titel gefightet hat, ist die Herbert Motorsport Mannschaft. Und wir haben es ja schon in der Ankündigung mitgeteilt, dass wir auch da reinschauen wollen, wer Platz nehmen wird auf der schon ja, traditionellen 99. Aber es gibt auch ein zweites Auto. Wie im letzten Jahr werden zwei 911er eingesetzt. Und ich würde einfach mal hier anfangen, dass Robert Drehnauer irgendwie in dieses Projekt involviert wird, ist, glaube ich, unumstritten. Von daher fangen wir mal an mit dem Robert Drehnauer in der Leitung. Willkommen, Robert. Ja, hi zusammen. Hi, Patrick. Hi, El Presidente. Okay. Warum heißt Markus Winkelhock El Presidente? Ja, der wird mal in unserem Club als Präsident gewählt. Welcher Club? Er weiß schon Bescheid. Welcher Club denn? Markus, sag uns, welcher Club? Ich weiß gar nicht, wir haben den. Nee, ist ein Insider. Super. Toll, dass ihr das so anreißt und uns dann so, na Gott, okay. El Presidente an meiner Seite. Robert, an deiner Seite wollen wir natürlich drüber sprechen. Wer wird Platz nehmen an deiner Seite? Im Herbert Motorsport, im Pre-World Herbert Motorsport Lineup. Aber ohne das jetzt schon genau zu sagen, zwei Autos werdet ihr einsetzen, das ist richtig. Das kannst du bestätigen, oder Robert? Genau, wir werden wieder mit zwei Autos am Start sein. Das Nummer 7er Auto, was man allein schon an der Startnummer erkennt, wird wieder mit Unterstützung von HB Racing laufen. Das war uns wichtig, dass man da. Ist es ein Ferrari oder ist es ein Porsche? Nee, ist auch wieder ein Porsche. Weil den Ferrari braucht er ja, ne? Der Ferrari wird vielleicht noch woanders eingesetzt, das stimmt. Und das 99er Auto traditionell ja ohnehin schon. Lass uns mal den ersten Fahrer, der mit in diesem Konstrukt an den Start gehen wird, in die Leitung reinholen. Und ich begrüße Klaus Bachler. Hey Patrick, hi Winky, hi Klaus. Robert. Sei gegrüßt. Klaus, du bist ja im letzten Jahr schon, da haben wir ein schönes Bild vorbereitet, schon an der Seite von Robert beim Lausitzringrennen an dem Start gewesen, als es da Überschneidung gab. Klausi Mausi fand ich ziemlich passend. Klausi Mausi fährt jetzt bei Precourt Herbert Motorsport. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich jetzt bei Precourt Herbert Motorsport dabei bin. Wie du schon richtig gesagt hast, letztes Jahr hatte ich ja auch die Chance, wegen bestimmten Umständen, dass ich mit Robert Lausitzring fahre. Und jetzt werde ich bei ihm im Team sein und mehr, glaube ich, werden wir gleich erfahren. Mehr werden wir gleich erfahren, ob er mit Robert Drehnauer fahren wird oder wem auch immer. Das hören wir uns an. Wir haben eine nette Grußbotschaft geschickt bekommen, was den Teamkollegen rund um Klaus Bachler auf dem 7er Auto angeht. Bitte schön. Hallo zusammen, ich bin mega happy, wieder in der ADAC GT Masters dabei zu sein. Dieses Mal mit Herbert Motorsport. Ich freue mich riesig, in diesem Team dabei zu sein. Es ist ein Team, das gezeigt hat, dass sie um die Meisterschaft kämpfen können. Und auch mit meinem Teamkollege Klaus, dass wir wieder die Arbeit, die wir schon letztes Jahr zusammen gemacht haben, weiterbringen können. Und ich glaube, dass das ein wirklich gutes Jahr wird. Und ich freue mich schon aufs erste Rennen.
Also Simona De Silvestro erneut an der Seite von Klaus Bachler, die sich entschuldigen lässt, aber uns natürlich und euch lieben ADAC GT Masters Fans diese Videogrußbotschaft geschickt hat. Klaus, never change a running system. Mit Simona im letzten Jahr schon unterwegs gewesen. Da waren echt ein paar coole Rennen dabei. Dann haben die Jungs immer ein bisschen unsanft sind sie mit Simona umgegangen. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall einen Podiumserfolg geben, oder? Da können wir von ausgehen. Also klar, das hofft man natürlich. Letztes Jahr war mal wirklich sehr knapp. Wenn ich mich erinnere, ans erste Wochenende am Lausitzring, erste Rennen, wo wir das Rennen angeführt haben und dann kurz vor Ende umgedreht worden sind. Da hätte es schon fast gereicht, aber nichtsdestotrotz, also ADAC GT Masters ist einfach eine sehr starke Serie. Da muss man alles am Punkt bringen. Und das ist ja mal das Ziel jetzt für dieses Jahr, dass man wirklich weniger, also dass man kaum Fehler machen, dass wir uns Schritt für Schritt wieder steigern. Und am Ende muss man echt sagen, also wenn man intern, also hat man sehr, also habe ich mehr Informationen, aber wenn man schaut, wie wir angefangen haben und wie wir aufgehört haben, also macht mir das schon optimistisch, dass wir dieses Jahr weiter vorne starten. Was hat sich verändert über die Saison? Nimm uns da mal mit. Was sind die größten Schritte, die man gehen kann im Laufe einer Saison als Fahrerpaarung? Ja, also ich sage mal, am Anfang war es für die Simona das erste Mal überhaupt in einem GT3-Auto und sie hat ja im Rennen wirklich eine sehr gute Pace gehabt, aber das Qualifying im GT Masters ist halt einfach brutal. Also du hast kalte Räder, du musst eine Runde hinkriegen und es sind gleichzeitig über 30 Autos auf der Strecke, die was da auch nicht immer, sage ich mal, den Platz lassen, beziehungsweise wo jeder muss für sich selber auch schauen, dass er Runde zu Ende kriegt. Und das ist echt das Schwierigste und auch der Schlüssel zum Erfolg, dass man einfach die eine Runde im Qualifying hinkriegt. Und wenn man da schaut, sage mal, die Performance, was ich halt im Team auch gesehen habe, wo wir am Anfang waren und wo wir dann am Ende waren, also das war dann schon wirklich ein starker Schritt. Und ich denke, dass das dieses Jahr noch einmal ein Stückchen weitergeht und dann sieht das auch alles schon ganz anders aus. Und am Ende ist es so, das glaube ich kann jeder der Fahrer hier bestätigen, dass das Qualifying macht schon einen riesen Unterschied aus. Weil wenn man irgendwo in der Mitte vom Feld startet, ist es echt sehr schwer, dass man da nach vorne kommt. Also vermeiden, dass das Rennen in der Carbon Area gestartet wird. Ein gutes Qualifying ist ganz, ganz wichtig. Klaus, dass du ein wahnsinnig starker Qualifier bist, ist durchaus bekannt. Und Simona hat sich entwickelt. Da freuen wir uns drauf auf die Fahrerbesatzung im 7er Auto bei der Precourt Herbert Motorsportmannschaft. Robert, brauchen wir ja noch einen an deiner Seite. Ist das möglicherweise, gibt es ja ganz wilde Gerüchte, dass du mit Fredel, mit deinem Bruder, mit deinem Zwillingsbruder jetzt endlich mal eine Fahrerpaarung bildest? Ja, das wäre natürlich auch schön gewesen. Aber das schon mal vorab, so wird es leider nicht kommen. Och Mensch, warum denn nicht? Ja, wir haben einfach entschieden, dass Fredel wieder mehr die Teamchefrolle im Team übernimmt bei der ADAC GT Masters. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen soll, mit wem ich fahre oder ob du das machen willst oder ob wir die Person dazuschalten. Du kannst das doch gerne machen. Kündige ihn, tease ihn doch mal richtig an, der Mann, der an deiner Seite im 99er Auto Platz nehmen wird. Dieses Jahr, völlig überraschend, wird Sven Müller wieder ins Cockpit der 99 greifen, einfach weil wir auf Kontinuität geachtet haben. Und ja, ich denke, das ist ein Schlüssel zum Erfolg und freue mich, dass wir ihn wieder an unserer Seite haben. Dann setzen wir ihn jetzt auch an deine Seite und holen ihn mal dazu. Sven Müller in dieser Dreierkonstellation, der Mann, der aktuell wieder auf der 99er Platz nehmen wird. Hallo Sven. Hallo zusammen, hi. Robert, das hast du sehr schön gesagt, das freut mich. Die entscheidende Frage, Sven, bist du auch in diesem Club, wo Markus Winkelhock El Presidente ist? Das würde ich noch interessieren, vielleicht kann ich ja bei dir was rauslocken. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Nein, ja, keine Ahnung. So sind sie, die Rennfahrer. Auf der Strecke fahren sie sich gegenseitig in die Karre, beschimpfen sich aufs Übelste. Aber wenn es darum geht, Geheimnisse zu verraten, Siegel der Verschwiegenheit. Sven, ich glaube, Robert hat es gerade schon gesagt, Kontinuität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Aber wenn man so hört, was da alles rumfährt dieses Jahr, die Aufgaben werden nicht leichter und Titelangriff muss doch die Devise heißen, oder Sven? Auf jeden Fall, ja. Letztes Jahr hatten wir eine super Saison. Klar, ein bisschen Pech in manchen Rennen, aber trotzdem sind wir ein sehr starkes Team, passen super menschlich, aber auch auf der Strecke super zusammen. Klar, die Meisterschaft wird oder ist hart umkämpft, haben gesehen, viele gute Fahrerpaarungen, also es wird wieder sehr spannend dieses Jahr. Helf uns mal, Sven, der Kalender startet ja wieder in Oschersleben, eine Strecke, die dem Porsche eigentlich ziemlich gut liegt. Ist das wichtig, um in so eine Meisterschaft gut reinzukommen? Oder ist das vollkommen egal? Man muss immer liefern. Nee, du hast schon recht, man muss immer liefern. Aber klar, wenn natürlich die Saison super anfängt, gibt es natürlich den richtigen Push. Und man kann wirklich oben konstantes Level halten. Oschersleben ist natürlich eine Strecke, wie du gesagt hast, die dem Porsche sehr gut liegt. Eine kleine Strecke, viele Bremszonen, nicht diese ganz schnellen Kurven. Ja. Von daher freuen wir, dass wir in Oschersleben wieder fahren können. Und wir freuen uns auf ein weiteres starkes Driver-Line-Up, zwei starke Driver-Line-Ups bei der Precourt Herbert Motorsportmannschaft mit Robert Renauer, Sven Müller im 99er-Auto, Klaus Bachler und Simona de Silvestro im 7er-Auto. Simona wird ja auch dieses Jahr beim Indy 500 wieder an den Start gehen, habe ich gehört. Stimmt das, Klaus? Schon, oder? Ja, genau das Gleiche habe ich auch gehört. Nein, also Spaß beiseite, also das stimmt. Bin gespannt, also hätte mir nicht gedacht, dass ich sie das noch einmal in Anführungsstrichen antut, weil ich glaube, das ist was ganz was anderes als das, was sie jetzt da gewohnt ist hier im ADAC GT Masters. Warum antut? Ist das, hat sie da mal ein bisschen geplaudert aus dem Nähkästchen? Ist das wahnsinnig crazy in die 500? Also wir haben viel drüber gesprochen und ich muss sagen, das ist nicht so ohne. Also wie sie das erklärt hat, Qualifying die eine Runde, man bleibt einfach am Gas oben, egal was, man weiß nicht wirklich, was passiert. Flügelpositionen, also das Auto hat kaum einen Flügel mehr oder Flügeleinstellung. Die Hinterachse ist extrem leicht, also extrem. Also und sie hatte auch schon einmal einen richtig heftigen Abflug gehabt. Ja. Und jeder weiß, also wenn du bei so Geschwindigkeiten abfliegst, das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Wollen wir natürlich vermeiden und von daher hoffen wir, dass das gut geht für Sie. Was wir noch machen wollen, mit euch dreien, das neue Design den Fans zeigen, beziehungsweise wie werden sie aussehen, die beiden Autos, die ihr pilotiert. Und Robert, nimm uns doch mal mit bei der Designfindung. Was dürfen die Fans jetzt erwarten? Du bist ja so ein bisschen mein Co-Moderator heute, zumindest am Ende. Ich würde sagen, die Fans können von unserem Design erwarten. Ja, wie ich schon gesagt habe, Kontinuität wollten wir auch beim Design fortführen. Kleine Änderungen haben wir vorgenommen, was die Pixel angeht und auch das Dach. Ansonsten ist relativ alles gleich. Man sieht auch vom Design her, bei der Nummer 7 auch wieder, dass HB Racing eine Rolle mitspielt bei unserer Planung. Und ja, das ist er. Genau, hier sehen wir erst das 99er Auto, das Dach ist ein bisschen anders, da sehen wir Herbert mit drin. Hier haben wir mal beide Autos, also da sehen wir auf dem Heckflügel hinten HB Racing, vorne auf der Haube auch HB Racing im 7er Auto, schön zu erkennen. Genau, also ist immer noch unser Design, unsere Farben, wie wir jetzt schon die letzten Jahre gefahren sind. Wollten ein bisschen Pep reinbringen, ein bisschen verbessern. Und ja, ich hoffe, das ist uns gelungen. Also da können die Fans sich schon mal freuen, wie die beiden Autos aussehen werden. Das mit dem roten Außenspiegel hinterlegte 99er Auto, gelb hinterlegt vorne, auch im Bereich des Kühlers dann das 7er Auto für die Precourt Herbert Motorsportmannschaft. Jungs, auf meinem Zettel steht eigentlich nichts mehr, außer, dass wir durch sind. So ist es. Dann freue ich mich für euch. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Wollt ihr der Motorsportwelt noch irgendwas mitteilen? Cool. Wo kann man sich anmelden für die WhatsApp-Gruppe rund um El Presidente? Ja, das muss er sagen, weil er ist Präsident und hat alleinigen Zugriff auf den exklusiven Club und alle Teilnehmer. Dann werde ich ihn das gleich noch fragen. Vielen Dank, Robert Renauer. Vielen Dank, Klaus Bachler.
Und natürlich auch danke, Sven Müller, für deine Zeit und schönen Sonntag euch noch. Danke, gleichfalls. Bis bald. Danke, ciao, ciao. Schönen Sonntag. Ciao. Ja, also nach der Mannfilter-Mannschaft jetzt noch zwei richtig starke Autos, auch bei Precourt Herbert Motorsport. Winky, das Gas geben. Ich meine, 92 Rennen. Du wartest ja immer noch auf deinen ersten Sieg. Ja, Mauro Engel hat letztes Jahr seinen ersten gefahren anscheinend und dieses Jahr bin ich dran, hoffe ich. Wann können wir mit der Verkündung rechnen? El Presidente? Oder? Nee, das sowieso, das machen wir gleich. Dann machen wir die Kamera aus und dann möchte ich da auch in diese WhatsApp-Gruppe rein. Was du fahren wirst, lassen wir uns einfach überraschen. Lasst euch überraschen. Ich fahre auf jeden Fall GT Masters mit dem Audi. Der Rest wird die nächsten ein, zwei Wochen bekannt gegeben. Und das, finde ich, ist ein guter Abschluss für PS On Air, der Ravenol ADAC GT Masters Talk. Zu Gast hier bei Schaeffler Paravan. Wir haben über die Technologie von heute und morgen gesprochen mit ganz, ganz interessanten Gästen. Eine richtige Kracherpaarung bekannt gegeben. Ich finde, ein gelungener Sonntag, den Sie jetzt bitte noch genießen und gesund bleiben. Vielen Dank, Markus Winkelhauer, auch an dich. Und Danke. Damit Peace over and out hier aus den heiligen Hallen.